Wir tauchen jetzt ein und es geht thematisch weiter in einen Vortrag, der jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist, auf den sich sehr viele zu freuen scheinen, die Welt der Patches Exploits Bugs, wo es, ja, ich glaube, mit Heartbleed damals so losgegangen ist, dass der auch so richtig schönen Namen und ein eigenes Logo bekommt und sich jeder was vorstellen kann, und der ist damals geumpt worden. Und ich habe gedacht, es ergibt aber Sinn. Weil wenn ich Ihnen sage, beim nächsten Vortrag dreht sich alles um CVE 2017, 5753, CVE 2017, 5715 und CVE 2754, ist es nicht ganz so charmant, wie wenn ich sagen würde, es geht um Spectral Meltdown. Die berühmt-berüchtigten Angriffsmöglichkeiten, um unsere Prozessoren zu exploiten. Und nicht nur Forscherinnen und Forscher von Google's Project Zero reported haben, sondern auch von der TU Graz. Und die Geschichte führt uns also automatisch zum Kaiser Flash und führt uns auch automatisch weiter zu Zombie Node und dem Speaker, der jetzt eigentlich in die Hintergründe der Exploits gibt. Ich begrüße Daniel Bruss von der TU Graz. Herzlichen Dank. Ich fand das recht schön mit den CVE-Nummern, die hätten wir selber nicht mal auf die Reihe gekriegt. Die sind ja nicht sehr intuitiv. Ich bin hier mit meinen Kollegen Michael Schwarz und Moritz Lipp. Wir haben gemeinsam Meltdown entdeckt und durch Dank von Intel Kontakt gebracht mit den anderen Forschern, die Spectre entdeckt haben. Und dann haben wir gemeinsam daran weitergearbeitet. Ja, grundsätzlich. Das war nicht einfach nur eine Entdeckung von Google Project Zero, sondern das haben viele Forscher gleichzeitig entdeckt. Und ich würde sagen, das war eine unserer besseren Ideen, dass wir das ausprobieren. Wir hatten auch manche Ideen, die waren nicht so gut, zum Beispiel diese T-Shirts hier mit dem Logo, das ist zwar nett, aber wir hatten dann diese grandiose Idee, da ist der Code ist auf dem Rücken. Das Problem ist jetzt aber, bei der Konferenz werden wir immer gefragt, ja, was heißt denn jetzt der Code auf dem Rücken? Nur ich kann ihn ja selber nicht sehen, das heißt, ich kann nichts erklären. Also ziemlich blödes Design eigentlich. Wir bräuchten Usability-Experten, vermute ich. Okay, nochmal die Slides nicht. Die andere Sache ist natürlich, wir wurden gefragt, dass wir einen Talk geben, der nicht zu technisch ist. Und meistens, das ist nicht unbedingt unsere Art. Das heißt, ihr könnt schon erwarten, dass wir da sehr viele technische Details auch drin haben. Okay. Ich glaube, sonst nicht. Okay. Wunderbar. Das heißt, wir sind Starter. Und bevor wir jetzt zu Meltdown und Spectre kommen, wir haben ja einige verschiedene Angriffe gebaut. Was haben wir da alles? Amazon Prime and Probe. Ja, Amazon Prime kennt man ja schon, aber Prime and Probe, das ist eine Angriffstechnik, die wir auf Amazon angewendet haben. Die werden wir später auch noch im Vortrag sehen. Was haben wir dann noch vielleicht? Moritz, was hast du hier gemacht? Script Zero, das klingt wie was zum Trinken. Ah ja, das war auch eine schöne Idee, da haben wir gesagt, wir wollen volles JavaScript, ja, das gute JavaScript, was wir überall verwenden, aber gleichzeitig soll es auch ein bisschen gesünder sein, ohne die ganzen Exploits. Ja. JavaScript Zero, Real JavaScript mit Zero Sidechannel Text. Aber Sidechannel Text, eigentlich, wir wissen ja noch gar nicht, was ein Seitenkanalangriff ist, ein Side-Channel-Attack. Dabei kennen wir das alle schon. Sie haben sicher alle schon in Filmen gesehen, wo die Verbrecher versuchen, einen Safe zu knacken. Und das wird dann typischerweise gemacht, indem man mit einem Stethoskop hört, wann dieser Haken einrastet im Schloss. Und dadurch weiß man, wann man das Rädchen in die andere Richtung drehen muss. Dieses Geräusch, das ist bauweisbedingt, ist das bei dem Safe vorhanden. Und man kann dieses Geräusch hören. Das heißt, wir haben hier quasi die Metadaten, das sind die Geräusche. Und die eigentlichen Daten, die ich haben will, das ist die Kombination natürlich. Und das ist auch meine Definition von Seitenkanälen. Wir erhalten Metadaten und wir haben einen Kanal, über den wir Metadaten bekommen. Und dann leiten wir davon die eigentlichen Geheimnisse, die wir haben wollen, ab. Also es ist immer diese zwei Schritte. Metadaten bekommen. Eigentliche Daten ableiten. Ja, Daniel, Intel stimmt dir da nicht ganz zu bei deiner Definition. Ich nenne da sowas
Speculative Execution Side Channels. So, ja. Das widerspricht sich doch irgendwie mit deiner Definition. Ja, das sind große CPU-Hersteller, die wissen doch wohl, wovon sie reden. Das stimmt schon. Aber ich war da auch bei Intel, das war im Juni dieses Jahres, und da habe ich genau dieses Slide auch hergezeigt und habe Intel mal erklärt, Side-Channels, das sind die traditionellen Angriffe, die wir so haben, wo wir Krypto-Schlüssel oder Tastatur-Anschläge abhören. Dann gibt es die Fälle von Misspeculation. Da geht es tatsächlich um Fälle, wo der Prozessor nicht weiß, wie es weitergehen soll, also wo der Prozessor eine Vorhersage machen muss. Und dann gibt es noch die Fälle, wo der Prozessor Lazy Exception Handling macht, also eine Ausnahmesituation erst mit Verzögerung behandeln. Das sind die Fälle wie Meltdown, Foreshadows und Reload. Das sind unterschiedliche Sachen. Wie passen die jetzt da rein in die Grafik? Naja, wir sehen hier die Kreise, die überlappen sich, aber die haben auch getrennte Bereiche. Das ist nicht alles das Gleiche. Das heißt, ich kann die einfach mal so umändern vom Namen her. Ach, das Ganze. Ja, ja, gut. Na ja, die vorherigen Namen waren ein bisschen sperrig. Und was ist mit dem Begriff Speculative Side Channel Attacks? Ja, den sollte man nicht mehr verwenden. Das ist ein schlechter Begriff. Gut. Das ist ja alles ziemlich so kompliziert. Ja, wir müssen ein bisschen trocken, ne? Machen wir was Lustigeres, so wie Kochen. Kochen macht mehr Spaß, als sich über CPUs zu unterhalten. Und wir kennen ja das alle, wenn wir kochen, dann bereiten wir unsere Dinge vor, die wir brauchen für unser Gewicht. Und dann kommen wir drauf, oh nein, da fehlt uns eine Zutat, wir können das Gewicht nicht kochen. Passiert mir immer. Passiert oft, irgendwas fehlt immer. Was muss man machen? Einkaufen. Das heißt, das nächste Geschäft besuchen und die Zutaten kaufen, kommen wieder zurück, hat die Zutat und kann dann weiter kochen. Ziemlich mühsam, hatte dann letztens eine super Idee beim Kochen. Und zwar habe ich das erfunden. Was hast du erfunden? Ja, ich habe was erfunden. Ich nenne das den Food Cache. Da kann ich Dinge aufbewahren. Da drin muss ich jedes Mal ins Geschäft laufen, sondern kann die da drin aufbewahren. Und wenn ich das nächste Mal brauche, muss ich nicht so weit gehen, sondern nur bis zu meinem Food Cache. Revolutionäres Konzept. Super cool, kann man auch kaufen. Ich stimme dir voll zu. Das ist eine geniale Idee, aber die hast du nicht erfunden. Wir haben das seit Jahren in unseren Prozessoren, und zwar den ganz normalen Cache. Und der funktioniert so. Wenn wir irgendeinen Code ausführen und auf irgendwelche Daten zugreifen, müssen wir die vom Arbeitsspeicher holen. Und nachdem das so lange dauert und man meistens auch nicht so viel Arbeitsspeicher hat, hat die CPU einen kleinen Speicher, der ist ganz nahe am Kern der CPU, wo diese Daten zwischengespeichert werden können. Das heißt, wenn wir das erste Mal darauf zugreifen, müssen wir, wie du, in den Supermarkt gehen, also zum Arbeitsspeicher gehen, dann holen wir die Daten von dort ab und laden sie in unseren Kühlschrank, also unseren Cache, und dort sind sie nachher, wenn wir sie später wieder brauchen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir darauf zugreifen, haben wir einen sogenannten Cache-Hit. Das heißt, die Daten sind in unserem Kühlschrank und wir können sie schnell verwenden und weiter damit arbeiten. Ja, das ist ja super. Das heißt, das erste Mal ist langsam, das zweite Mal ist schnell. Genial. Genau. Und das Geniale dahinter ist, das ist auch ein Seitenkanalangriff, wie ihn Daniel am Anfang geschrieben hat. Zwar nicht mit einem Safe, aber mit unserem Cache. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir zwei Programme haben, eines, das ist unser E-Mail-Programm zum Beispiel, und das andere ist der Angreifer. Und wir verwenden einen gemeinsamen Speicher. Das heißt, dieser Speicher, der verwendet wird, ist für beide entweder im Cache geladen oder vom Arbeitsspeicher zu holen. Das heißt, wenn ein Angreifer jetzt diese Daten aus dem Cache entfernen kann, sind sie auch für das Opfer nicht im Cache. Wenn das Opfer jetzt an der Reihe ist und Code ausführt, zum Beispiel eine Taste drückt, dann wird irgendein bestimmter Code geladen, dann wird dieser Code wieder automatisch in den Cache geladen. Und was ein Angreifer jetzt machen kann, er kann einfach messen, wie lange es dauert, um diese Daten zu laden. Und wenn die Zugriffszeit langsam ist, dann weiß er, das Opfer hat keine Taste gedrückt. Und wenn die Zugriffszeit schnell war, weiß er, dass das Opfer eine Taste gedrückt hat. Und so kann der Angreifer beobachten, ob das Opfer Taste gedrückt hat oder nicht. Aber das ist ja alles Theorie. Das funktioniert in der Praxis sicher gar nicht so gut, weil wenn wir tatsächlich das messen wollen, dann brauchen wir irgendwie so komplizierte Instruktionen, zum Beispiel sowas wie RDTSCP oder vielleicht sowas wie CPU-ID oder MFENS. Das ist ganz kompliziert, weil die einzelnen Instruktionen ja verschoben werden können. Und
Weil es so kompliziert ist, hat Intel sogar ein White Paper rausgebracht, How to Benchmark Code Execution Times. Weil es so kompliziert ist, Code Execution Times zu benchmarken. Und das Witzige ist dann, weil die Benchmark-Ergebnisse nach den Meltdown- und Spectre-Patches jetzt nicht so gut waren, da hat Intel dann gleich mal eine Meldung rausgegeben. Intel publishes Micro Security Patches, no benchmarking or comparison allowed. Die haben das später aktualisiert und haben gesagt, nein, das war ein Fehler, natürlich darf jeder benchmarken, aber sie haben es mal probiert. Aber wir sind ja auch in der Akademie und so, das ist, wir werden uns wohl hoffentlich nicht verklagen, weil ich habe das einfach mal ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich, also auch wenn du sagst, ist gar nicht möglich, ist super kompliziert, eigentlich ist es nicht schwierig. Also man kann richtig sehen, so wenn ich das die Zeiten messe, wenn das im Cache ist, dann liegt das über 60 CPU-Zyklen. Wenn es nicht dort ist, dann ist es wirklich, weil ja, die Logo soll dauern viel länger. Da kannst du ein bisschen Timing-Unterschied sehen, aber das, da kannst du noch nichts Tolles mitmachen. Dachte ich mir zuerst auch. Dann habe ich aber noch was Lustiges damit implementiert. Auf der Amazon Cloud, ich wollte über den Cache-Daten übertragen, von einer virtuellen Maschine in die andere, ohne dass es jemand sieht, Musikvideos streamen. Schauen wir mal, ob der Ton geht. Was sehen wir da jetzt? Genau, wir haben da die zwei Amazon-Instanzen, links und rechts. Zwei virtuelle Maschinen. Zwei virtuelle Maschinen. Und ich möchte ein Video, das auf der einen virtuellen Maschine liegt, auf die andere rüberbringen, ohne das Netzwerk zu verwenden. Völlig unsichtbar, wenn das jemand beobachten möchte, um das dann so lokal zu sehen. Ich streame das Video rüber, das ist ein Musikvideo, sagt so, eben so, hallo von der anderen Seite, also passend das Video, hello from the other side, von Adele. Da geht der Ton nicht. Dann stoppen wir das nochmal. So. Stealthy da, ohne dass es jemand entdecken kann, übertragen worden.
sehen nichts davon, keine Firewall, niemand kann irgendwie entdecken, dass dieses Video von einer virtuellen Maschine in die andere transferiert worden ist. Auch von der Geschwindigkeit 45 Kilobyte pro Sekunde, ist ein bisschen schneller als Edge. Okay. Ja, das habt ihr auch live vorgezeigt, das war jetzt ein Video natürlich, aber das habt ihr auch live vorgezeigt in Singapur bei der Black Hat Asia. Ja. Genau. Aber gut, das ist jetzt auch wieder alles sehr, weiß nicht, vielleicht sollte man zurück nochmal. Ja, gehen wir wieder zur Arbeit zurück. Ja, ich. Okay, genau. Wir waren beim Kochen und wir wollen weiter kochen. Wir haben unsere Zutaten, wir haben jetzt unser Rezept und wir haben dann am Ende öfters das Problem, ich zumindest, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dann mache ich das Rezept Schritt für Schritt und am Ende steht dann mit den gekochten Erdäpfeln servieren oder so. Wo kommen die gekochten Erdäpfel her? Die kommen das erste Mal vor im Rezept. Ja. Der Rest ist fertig, aber die schauen bei mir eher so aus zu Hause. Und wenn ich das natürlich noch kochen müsste, um das Gericht damit zu servieren, dann dauert das. Da muss ich eine Stunde warten, was ist diese Latenz. Und kann auch peinlich sein, ich sage das mal mit den Schwiegereltern vor der Tür. Ja, und dann wird der Rest wieder kalt. Und aber wir sagen ja etwas davon. Ja, ich lerne aus meinen Fehlern. Und wenn ich ein Rezept anschaue, dann gehe ich mal die Schritte durch und überlege mir, welche davon kann man schon parallel machen, welche davon kann man vorbereiten, welche haben Abhängigkeiten. Das heißt, ich kann natürlich erst Dinge, Gemüse anbraten, nachdem ich es gewaschen habe, das kann ich in einer Reihenfolge machen. Das ist voll clever. Das ist richtig clever. Und manche Dinge kann ich parallelisieren. Das ist so clever, dass das Computer schon seit Jahren machen. Also, wenn man einen Programmcode schreibt, einerseits geht der Compiler her, der das zur Maschinensprache übersetzt und der optimiert schon mal eine ganze Menge. Aber der Prozessor selber nimmt auch das, was der Compiler schon optimiert hat und optimiert es auch noch weiter. Und das heißt Out-of-Order-Execution. Das heißt, der Prozessor geht her, schaut sich an, was man ausführen möchte und erkennt, das ist davon abhängig, das andere nicht. Und was keine Abhängigkeiten hat, kann er einfach parallel ausführen. Okay. Das ist aber auch wieder sehr theoretisch. Vielleicht kann man auch wieder ein bisschen angewandter das Ganze machen. Können wir uns anschauen und deswegen haben wir ein kleines Experiment. Wir haben hier zwei Zeilen Code und die erste Zeile Code, die sollte nie jemand schreiben. Weil wenn man das macht, dann stürzt das Programm ab. Ja, lass ich die durchfallen bei der Lehrveranstaltung. Genau, aber als Student darf ich das natürlich machen. Was? Da darfst du nicht, meinte ich gerade. Aber ich habe Tricks, damit das Programm nicht abstürzt, das kann ich also schreiben. Das heißt, die zweite Zeile passiert nie. Genau, die zweite Zeile, die greift auf einen Speicher zu und die sollte eigentlich nie ausgeführt werden, weil die erste Zeile das Programm zum Abschluss bringt. Habt ihr das mal ausprobiert? Ja, selbstverständlich. Und mit dem Angriff, den wir vorher erklärt haben, haben wir dann geschaut, ob die zweite Adresse, also die nie ausgeführt wird, dann in den Cache geladen worden ist. Und wie wir sehen, haben wir eine schnelle Zugriffszeit. Und das ist genau dort, wo wir diesen Zugriff hatten. Das bedeutet jetzt, obwohl wir einen Code ausführen, der eigentlich das Programm zum Absturz bringt, sind die Instruktionen, die auf den folgen, werden immer noch ausgeführt von der CPU, weil die so optimiert ist, dass sie einfach so viel wie möglich macht. Okay, aber das ist noch nicht Meltdown. Das ist einfach mal Out-of-Order-Execution. Genau. Und ja, die hinterlassen irgendwelche Spuren im Cache oder in anderen Buffers. Das ist völlig normal. Und wir können diesen Instruktionen auch einen Namen geben. Wir nennen sie Transient Instructions, denn die sind nur vorübergehend da, werden aber nie architekturell committed. Also die werden nie, für den Softwareentwickler werden die nie so aussehen, als wären die ausgeführt worden. Aber wir können die Effekte von denen beobachten. Das ist natürlich klar. Ich habe mir noch einen Angriff dazu ausgedacht. Super einfach. Walls Code ist, ja, der stürzt einfach ab. Aber was, wenn ich was anderes mache, was ich nicht machen darf? Ich greife auf Speicher zu, auf den ich gar keine Berechtigung habe. Vom Betriebssystem. Vom Betriebssystem. Und dann wirst du auch abstürzen. Ja, genau. Aber du sagst, die nächste Zeile wird trotzdem ausgeführt. Ja. Und jetzt nehme ich einfach die Daten, es wird abstürzen. Klar. Ich verwende die Daten aber trotzdem, um abhängig von den Daten dann auf den Speicher zuzugreifen. Ja, je nachdem, welchen Wert ich habe, greife ich auf eine andere Stelle im Speicher zu. Das wird nicht gehen. Und dann überprüfe ich, ob einer davon im Speicher liegt. Aber der Prozessor erkennt sicher, dass du das nicht lesen darfst. Ja. Meinst du, das ist dumm? Das funktioniert aber. Wow. Das funktioniert tatsächlich. Das heißt, ich habe diesen kurzen Augenblick in meinem Programm, bevor es dann wirklich beendet wird,
wo ich diese illegal geladenen Daten verwenden kann, sie kodieren kann im Cache und danach wieder sichtbar machen. Man weiß einfach, die CPU schnell genug dafür. Ja. Als wir das entdeckt haben, das war eigentlich eine sehr interessante Situation. Auf meinem Rechner zum Beispiel, ich habe einfach mal zufällig versucht, Speicher zu lesen, und da kam eine Adresse raus, bei dem Speicher, den ich versucht habe zu lesen, eine Webseitenadresse. Und ich besuche die Webseite, und das ist von irgendeiner Werbefirma, und ich denke, auf der Webseite war ich noch nie, und was macht das auf meinem Computer, und wo kommt das her? Das hat mich dann tatsächlich länger gedauert, als den Angriff zu implementieren, herauszukriegen, wo das herkam. Und das kam von meiner Adblocker-Liste, wo die URL drin stand. Das war natürlich etwas schockierend, weil ich dann wusste, okay, das kann alles lesen auf meinem System. Wenn es meine Adblocker-Liste lesen kann, dann kann es auch meine Passwortliste lesen, dann kann es alles lesen. Genau, zum Beispiel die Eingabe von einem Passwortmanager. Nachdem wir das verstanden hatten, was genau passiert, haben wir jetzt mal das Temo implementiert. Wir geben uns ein geheimes Passwort ein und wir können es einfach in Echtzeit mitlesen. Ja, ich würde sagen, das ist ein Problem. Das könnte ein Problem sein, ja. Deswegen haben wir auch dafür ein Countermeasure. Das haben wir tatsächlich schon vorher gefunden, weil wir einen verwandten Angriff schon vorher kannten. Und das war Kaiser. Amigui. Ja, Kaiser steht schon für etwas. Kaiser Pinguin. Ja. Und genau, Kaiser Pinguin. The largest Penguin, the Emperor Penguin. Da geht es darum, dass der Linux besser und stärker und größer macht. Ja. Und die Idee von diesem Patch ist ganz einfach. Wir haben vorher beim Betriebssystem einen geteilten Adressraum gehabt zwischen dem Nutzerprogramm und dem Betriebssystem und wir teilen das auf. Das ist ein bisschen langsamer, aber die schöne Sache ist, ich habe früher immer, so als ich noch Student war, immer davon geträumt, dass ich ein Betriebssystem-Feature entwickle, das in jedes Betriebssystem kommt. Und das haben wir jetzt geschafft. Mit unserem Patch sind wir in jedem Betriebssystem drin und alle Leute sind glücklich darüber und es ist in allen Computern. Es ist auch alles viel schneller als vorher, oder? Gehen wir lieber weiter zum nächsten. Okay. Genau. Ihr wollt es nicht mal kochen, also gehen wir essen. Das ist was wir auch regelmäßig machen, bei uns im Institut zum Mittag. Wir haben eine Lieblingspizzeria, in die wir sehr oft gehen. Und wenn wir dort sind, meistens eine kleinere Gruppe, bestellen wir dort Pizza. Richtig gute Pizza. Und das Spannende ist, wenn wir Pizza bestellen, wir bestellen immer die gleichen Dinge mehr. Prosciutto, eine Funghi und dann haben wir eine Diavolo, 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 Diavolo. Die ist aber auch gut dort. Die ist auch wirklich gut, ja. Und wir rufen dort vor an, ist eine beliebte Pizzeria und einen Tisch zu reservieren. Und dann rufen wir an, ja, wir sind da vom Technische Uni Graz, GLK, wir möchten einen Tisch für 6 Personen reservieren, bitte. Und die wissen das, die kennen uns, wir gehen dort öfters hin und die wissen, ah, die von der TU Graz, die bestellen doch sicher wieder Diabolos. Oder beginnen die schon mal Diabolos zu backen. Ein spekulatives Kochen. Das haben wir auch beobachtet, es ist wirklich so, dass die Diabolos immer zuerst ankommen. Ja, denn die bestellten Diabolos sind sofort da, die anderen brauchen etwas länger. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das Konkurrenzinstitut und die werden auch gerne erfolgreicher, möchten wissen, wie schaffen die so erfolgreich zu sein. Gleiche Location muss wohl am Essen liegen. Also versuchen die herauszufinden, was wir so essen. Wir können dann natürlich auch anrufen und sagen, ja, Technische Universität Graz, Tisch für 6 Leute bitte, um auch wieder die Reservierung zu bekommen. In der Pizzeria, die kann es natürlich nicht unterscheiden, als diese Informatiker dort. Und die Pizzeria beginnt wieder Pizza zu backen. Und natürlich, die wissen, aha, die TU Graz Leute, wir machen wieder Diabolo-Pizza. Da hat auch einmal diese anderen Leute vom anderen Institut auf und die Pizzeria, sehr auf unsere Privatsphäre bedacht, sagt, na, denen erzählen wir natürlich nicht, was die anderen immer essen. Und lassen die Pizzen verschwinden. Damit sehen die nicht, was wir essen. Aber der Geruch von der scharfen Diabolo liegt noch in der Luft. Und wieder haben wir diesen Seitenkanal, woraus die lernen können, welche Pizzen wir ursprünglich immer bestellen. Das spekulative Kochen erinnert mich wieder an unsere Prozessoren. Der Koch hat vielleicht vormals bei einem Prozessorenhersteller gearbeitet, weil das machen die Prozessoren auch. Die haben auch sogenannte Prädiktoren, die versuchen vorherzusehen, welcher Code ausgeführt werden soll. Und als Angreifer, wie das andere Institut das herausfinden wollte, was wir essen, können wir jetzt auch versuchen, diesen Prozessor zu beeinflussen.
Das heißt, wir haben hier eine Abfrage, ob die Zahl Index kleiner ist als 4, weil alles, was darunter ist, auf das dürfen wir zugreifen. Und jetzt führen wir einfach Code aus, der immer in diesen Branch hineingeht, wo Index kleiner ist als 4. Und wie wir sehen können, mistrainen wir den Prediktor, dass er immer glaubt, wir führen diesen Code aus, der dann darauf folgt. Aber gewifft wie wir sind, wenn wir nachher einen Index angeben, der größer ist als 4, sollte der Prozessor ja feststellen, das ist jetzt falsch, das darf ich eigentlich nicht ausführen. Aber weil wir ihn schon so beeinflusst haben, hat er das, wie beim vorherigen Code, schon einfach ausgeführt. Und das ladet dann auch wieder Daten in den Cache, von denen wir zurückschließen können, welcher Speicher dort steht, den wir eigentlich gar nicht lesen können. Das ist wie so eine österreichische Einstellung, oder? Die CPU so, war schon immer so, machen wir genauso weiter. Ja. Brauchen wir ja nichts ändern. Okay, aber das ist jetzt nur eine Spectre-Variante. Die Realität ist natürlich viel schlimmer. Das ist wirklich eine Variante auf diesem Bild, nämlich die PHT-SAIP-Variante. Das ist eine von diesen Varianten. Es gibt noch viel, viel mehr. Und da kommt natürlich die Frage, und die haben wir auch gekriegt am Anfang 2018, haben wir die Frage gekriegt, was machen wir denn jetzt dagegen? Und einer der ersten Vorschläge war die Blockchain. Und ja, nein, nein, wir werden das nicht mit der, nicht mit der Blockchain. Anfang dieses Jahres war es dann auch noch was Spannendes, weil es gibt ja die Security-Community und die Architektur-Community, die Prozessorarchitekturen entwickelt. Und bei denen ist auch die Einstellung eine ganz andere. Die haben am Anfang des Jahres gesagt, let's keep it to ourselves, don't disclose vulnerabilities. Und dort haben sie argumentiert, naja, das würden sich ja alle sicherer fühlen, wenn man nichts davon wüsste, dass alles kaputt ist. Wäre ja viel besser. Naja, tatsächlich schaut es ein bisschen schlechter aus, wenn wir die ganzen Gegenmaßnahmen anschauen, die verschiedenen Angriffsvarianten, dann sehen wir, es gibt keine Gegenmaßnahme, die derzeit implementiert ist, die gegen alle Varianten hilft. Das heißt, wir müssen verschiedene Gegenmaßnahmen kombinieren. Und wenn wir das machen, dann kommen da so Sachen zusammen wie -20 bis 30%, nochmal -30 bis 50%. Also -1000%. Ungefähr, ja. Ja, das war eigentlich ganz gemütlich, wenn wir das alles mal so schnell machen müssen. Ja. Also nicht so hektisch sein. Kann ich live zusehen, was der Prozessor macht. Genau, ja. Die nächste Frage ist dann natürlich, wie findet man die nächste große Sache? Ja, aber das ist gar nicht so schwierig. Also startet bei uns meistens, indem wir da mal so durchschauen, was gibt es so für Filme eigentlich? Und dann schauen wir so die Movie-Database durch und finden wir so Dinge wie ein Zombie. Ein Eye-Zombie zum Beispiel. So, oh, das ist wie iPhone. Okay. Vielleicht sollte man einen Angriff auf Apple-Produkte machen. Haben wir ganz eins zur Hand. Was gibt es noch für Filme? Love, Death and Robots. Aber wir haben keine Roboter. Keine Roboter. Ja. Müssen wir uns kaum ja bauen. Ja, aber vielleicht Zombieland. Also Zombieland, Zombie-Load. Das klingt gut, ja. Ah, oh, das sieht auch cool aus. Ein richtig cooles Poster, da kann man ein gutes Logo machen. Damit könnte man auch so. Also, ja, das er schaut ja auch auf die Logo. Ja, kann man es dann so mit Smartphones und Laptops definieren. Ja. Kann man ein gutes Logo dazu machen. Hast du gedacht, ja, fang mal mit dem Logo an, dann überlegen wir uns einen Angriff dazu. Ja, das könnte man so ein Zombie-Load. Zombie-Load, also da geht es irgendwas, was passiert, obwohl es nicht passieren sollte, oder? Vielleicht hier dieses. Issued the subsequent instructions, das ist also Meltdown-Pick, machen wir einfach nachgeschaut. Das haben wir jetzt geschrieben. Ja. Ja. Und ja, machen wir es drauf. Irgendwie ja. So was, was anderes aus dem Speicher und aber was passiert jetzt, wenn wir subsequent instructions haben und da kommt ein Interrupt oder ein Fault oder so? Was naja, passiert da eigentlich? Fragen wir einfach Google. Ja. Toshiba Boot Error. If a fault occurs with respect to the load operation, it is marked as valid and completed. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn das fehlschlägt, dann sagen die, na, okay, können wir weitermachen. Okay, das heißt, vielleicht sollte man ein bisschen anschauen, was der technische Hintergrund da ist. Denn Meltdown und Foreshadow und Zombie-Load, das sind alles eigentlich sehr ähnliche Angriffe. Bei Meltdown war es so, wenn wir uns die Pipeline vom Prozessor mal anschauen,
dann haben wir hier eine Instruktion, die auf Daten zugreift. Das geht jetzt, das ist eine Load-Instruktion. Wir gehen auf so einen Load-Data-Port. Das propagiert sich jetzt durch den ganzen Prozessor durch. Das nächste ist der Load-Buffer. Da haben wir überlegt, was könnte da wohl drin gespeichert sein. Und diese Felder, die werden jetzt geupdatet beim Meltdown-Angriff. In dem Fall die virtuelle Adresse, das Offset und die Registernummer. Dann schaut der Prozessor in diesen anderen Datenstrukturen nach, haben wir die Daten irgendwo. Und in einer dieser Datenstrukturen steht, diese Seite ist present, das ist grün, aber nicht für den User zugreifbar, das ist rot. Und dann weiß der Prozessor, alles anhalten jetzt, das ist genug. Aber weil das der Normalfall ist, wird die Physical Page Number, die physikalische Seitennummer, immer noch in diesen Load Buffer Entry reinkopiert. Und dann gehen die Daten ins Register. Und so kriegen wir die Daten ins Register. Bei Foreshadow ist es eigentlich genau das Gleiche, nur in diesem Fall haben wir keinen TLB-Antrag. Das heißt, wir haben gar kein Present-Bit gesetzt und der Prozessor merkt auch hier, das haben wir gar nicht, kopiert aber die Physical Page Number rüber und dann haben wir die Daten. Bei Zombieload im Grunde genau das Gleiche, nur der Prozessor erkennt etwas früher schon, da kann ich nichts weitermachen, wir müssen hier abbrechen. Und der Eintrag ist etwas unvollständiger, wir können dadurch noch mehr Daten angreifen. Genau, die Daten gehen wieder ins Register. Wie haben wir das denn wirklich gefunden? Weil das war natürlich nur die Geschichte, aber wie haben wir das wirklich gefunden? Genau, das war eigentlich schon in 2018 zu Meltdown. Und alle haben immer behauptet, Meltdown geht nur auf den Level 1 Cache. Und wir haben gedacht, nee, ja gar nicht. Schaut nicht so aus. Genau, und wir haben nur gesagt, das geht auch auf andere Speicher, wir können auch auf andere Dinge zugreifen. Hat uns keiner geglaubt, außer unsere Co-Autoren. Und dann haben wir uns gedacht, nehmen wir einfach Speicher. Also wir haben das mal an ihn geschickt und gesagt, nee, wir glauben euch nicht, das ist sicher anders. Nee, können wir nicht reproduzieren, genau. Keine Ahnung. Und dann haben wir uns gedacht, man kann Speicher markieren, dass er niemals in den Cache geladen wird. Und das heißt, wenn wir diesen Speicher lesen können, dann kann ja nie mehr eins sein, weil der Prozessor darf den da nicht einladen. Das heißt, wir haben ein Programm gebaut, das versucht, so einen Speicher aufzulesen, und das hat funktioniert. Aber auch wieder ein Intel geschickt, natürlich. Und Intel war zuerst auch so. Nee, keine Ahnung. Und dann haben wir uns halt genauer angeschaut, was da passieren kann, und haben festgestellt, das ist vermutlich der Reinfeldbuffer, und haben das auch an Intel geschickt. Das war schon letztes Jahr. Genau, das war schon die Vorstufe dazu. Ja. Und die andere Sache ist natürlich, wir haben beim Meltdown diesen Noise. Und Noise bei Computern, das ist immer so die Frage. Vor allem bei Uncacheable, da haben wir auch mehr Noise gesehen, also ein geringeres Signal. Was ist da eigentlich los? Also, wir können doch keine Dinge da drin haben. Das ist völlig deterministisches System, so ein Computer. Da kann nicht zufällige Störungen reinkommen. Da würde ja gar nichts mehr funktionieren, wenn das der Fall wäre. Ja. Und das wurde zu einem unserer Leitsätze. Also, es gibt kein Noise ist einfach nur die Daten von wem anders. Genau, das heißt, wenn wir irgendwo was sehen, was wir nicht sehen sollten, dann sind wir uns relativ sicher, dass wir das nicht sehen dürfen. Für Zombie Load haben wir dann auch so eine Demo implementiert, um zu zeigen, dass es ein richtig mächtiger Angriff ist. Das war unser Demo-Programm. Damit zeigen wir können einfach das Administrator-Passwort, den Hash davon, aus einem Betriebssystem auslesen, ganz einfach, indem wir dieses Programm starten, ein paar Minuten warten und wir bekommen es direkt fehlerfrei präsentiert und können damit dann, wenn es kein gutes Passwort ist, das sofort wieder herausfinden, was das originale Passwort war aus diesem Passwort-Hash und unserem System einloggen. Es geht völlig ohne irgendwelche Interaktionen. Genau, wir haben eine andere Demo, diesmal mit Musik. Das heißt, was wir versucht haben, ist einfach zuzuhören, was jemand am Computer abspielt. Genau, so wie eine Telefonkonferenz oder so. Das war das Original, das ist abgehört im Zombie-Load. Ja.
Also für die Metal-Fans unter Ihnen ist das richtige Tool. Wir bekommen nicht die beste Qualität, aber immer noch gut genug, um Gespräche oder Lieder verstehen zu können. Also man kann es auch wieder auch für solche Dinge zum Abhören. Ja, es reicht definitiv, um zu verstehen, was gesprochen wird. Die andere Frage ist dann natürlich, warum wählen wir eigentlich solche Namen wie Meltdown, Spectre, Zombie Load? Willst du das nicht alle führen? Also nein, das ist überhaupt nicht meine Motivation. Aber tatsächlich ist der Begriff Zombie in der Informatik schon viel, viel älter. Wir kennen Zombie-Threads, wir kennen Zombie-Prozesse, Zombie-Objekte. Das sind Objekte, oder in dem Fall vielleicht auch Threads, die länger leben, als sie leben sollten. Die machen noch was, obwohl sie schon tot sein sollen. Und genau das Gleiche ist ja auch das, was bei unserem Zombie-Load passiert. Der Prozessor macht weiter, obwohl er schon weiß, ich sollte hier aufhören, weil er es als valid und completed markiert. Ja. Insofern haben wir uns nur an den Namen, die es schon gab, angelehnt. Aber ja, klingt natürlich auch nett. Ja. Warum sollten wir überhaupt Attack Research machen? Ich glaube, ihr habt das auch oft genug gehört während eurem PhD. Warum die ganze Zeit Angriffe? Macht doch was Sinnvolles, macht doch die Welt sicherer und findet nicht überall die Probleme. Haben wir auch aus anderen Communities gehört, wenn wir die Probleme nicht wissen, kein Problem, dann kann sie auch keiner ausnutzen. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir kennen einen konkreten Angriff und versuchen dort wegzukommen von diesem Angriff, eine Verteidigung gegen diesen Angriff zu finden, dann wissen wir ja gar nicht, ob wir den nächstgrößeren Angriff übersehen. Das heißt, diese Attack Research ist unheimlich wichtig, um zu verstehen, ob wir die richtigen Angriffe überhaupt schon kennen. Genau, kennen wir diese ganzen Angriffsszenarien, dass wir uns, wenn wir viel mehr davon kennen, uns auch gut verteidigen können, die Wurzel des Problems finden können und dort effiziente Gegenmaßnahmen anwenden können und nicht eine Instanz davon zu beheben. Ja. Wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Wir müssen an der Stelle zugeben, wir als akademische Community, aber auch die Industrie, ich würde sagen, alle Beteiligten haben Mikroarchitekturangriffe über Jahrzehnte ignoriert. Die sind eigentlich seit den 90ern in ihren Grundzügen bekannt. Aber das ist eigentlich ja auch kein Problem gewesen, weil wenn man Angriffe auf Krypto hat... Ja, war ganz klar, dann müssen wir unsere Software, unsere Krypto-Software besser schreiben, sodass wir diese Angriffe dort nicht verwenden können. Und das hat ja auch früher immer funktioniert. Und das Gleiche, wenn man ASLR gebrochen hat. Ja, da haben wir ASLR Angriffe an Hersteller reported und die Hersteller haben gesagt, ja, das ist ja eh kaputt, da braucht man uns gar nicht drum kümmern. Und auch da wieder, der Prozessor ist eigentlich der Ursprung von dieser Leakage, aber wir kümmern uns nicht um den Prozessor, sondern sagen, die Software macht was falsch. Aber wir hatten sogar Angriffe auf Intel SGX und Trustzone. Da wird es am Nachmittag auch noch einen Talk drüber geben. Wirklich sichere Hardware-Elemente. Wo ja, ist die Software sicher ausgeführt? Aber, da muss man auch sagen, Intel sagt, naja, das ist nicht im Threat Model, das darf der Angreifer ja gar nicht. Ja, dann macht das ja auch nicht. Ja. Zeitschalter-Attacks darf er nicht machen. Alles andere ja, das nicht. Dann haben wir Rohheimer-Angriffe, die werden wir auch am Nachmittag noch sehen. Da geht es darum, dass der Speicher verändert wird, ohne dass man auf ihn schreibt. Ja, ein Angreifer verändert Speicher, auf den er nicht schreiben darf, den er vielleicht nicht mal lesen darf. Das ist ja kein Security-Problem, das ist ja nur diese billigen Module von diesen Firmen, die das da rauswerfen, sind einfach nur schlecht. Also das betrifft ja, wer billig kauft, kommt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, wir müssen zugeben, dass wir für Jahrzehnte nur auf Performance optimiert haben und nicht an Security gedacht haben. Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir das verändern können, weil wir einmal sehen, wie dramatisch die Folgen sein können, wenn wir Security komplett außer Acht lassen. Und das ist jetzt eine Gelegenheit für die ganze Industrie auch. Genau, es ist eine neue Klasse von softwarebasierten Angriffen, die wir gesehen haben. Spectre, Meltdown, Zombie Load, diese Transient Execution Attacks sind eine völlig neue Klasse von Angriffen. Es gibt viele Probleme, die es in diesem Bereich zu lösen gibt, insbesondere zu den Transient Execution Attacks, die wir heute gezeigt haben, aber auch grundsätzlich die Microarchitecture Attacks, Seitenkanalangriffe, Rohheimer-Angriffe. Das sind interessante Probleme und das ist gar nicht so leicht, die zu lösen. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir gerade vorher gesagt haben. Wir müssen mehr Zeit investieren, mehr Geld investieren, um zu verstehen, wovor wir uns schützen müssen, damit wir nachher auch geeignete Maßnahmen ergreifen können. Und damit sind wir auch schon beim Ende von unserem Vortrag und wir bedanken uns recht herzlich für die Anwesenheit und Aufmerksamkeit.